Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 22. Februar. Ich grüße ganz herzlich und wir schauen wieder auf den Markt, der heute von dem Australdollar hier relativ bestimmt wird, beziehungsweise wir sehen hier den Aussie in Händlerkreisen auch als solchen bezeichnet, hier ganz vorn vertreten. Gleiches hier in der Top 15 Heatmap, aber wir wollen heute speziell ein paar in den Fokus nehmen und das ist der Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Ein Stück weit Crossrate Pair, Kanad-Dollar und auch der Aussie oder Australdollar, ja beides Rohstoffwährungen, aber es scheint hier so, aufgrund dessen, dass wir hier gute News in der Nacht erhalten haben, beziehungsweise aus Australien hier ein ganzes Sammelsorium aus News, die letztlich positiv interpretiert wurden, obwohl hier die Bauproduktion im Q4 zurückging. Letztlich alles immer eine Sache der Interpretation und grundsätzlich ist natürlich der Leitzinsspielraum in Australien, so wie es immer scheinte, auch jetzt schon langsam erschöpft. Also hier sollte erstmal nichts mehr kommen oder doch. Die Notenbanker werden es wissen. Letztlich der Australdollar aktuell hier mit starkem Rückenwind. Und das sehen wir hier auch, weil wir den Tagesschart mal kurz in den Fokus nehmen zu einer Einschätzung der letzten Woche beim JFD-Devisenradar. Übrigens auch heute wieder 15 bis 16 Uhr kostenfreie Registrierung möglich. Schauen Sie einfach hier auf unserer JFD-Website vorbei. Unter Webinare-Anmeldung, Schrägstrich auch bei Gottmore Trader möglich, da dies hier die Kooperation ist. Also letztlich können Sie hier jederzeit sich dazu klicken. Hier unter Frag JFD-Webinare haben Sie da die Möglichkeit, heute Nachmittag teilzunehmen. Da werden wir auch noch ein paar andere Paare unter die Lupe nehmen. Aber jetzt Australdollar Cut in der letzten Woche eben die Entscheidung nach dem Motto: Okay, der Preis stand damals hier. Deswegen auch hier das mögliche Risiko, hier die mögliche Chance. Unter Chance-Risiko-Verhältnissen nicht ganz so spannend, weil man sollte hier einen CAV von 2 zu 1 und mehr suchen im Idealfall. Aber wir haben hier, und das ist de facto seit gestern bereits der Fall mit dieser Kerze hier, den Widerstandsbereich um 1,0065 roundabout überwunden. Parität, also hier die Marke von 1,0, auch überschritten. Und jetzt müssen wir die Parameter einfach mal ein Stück neu einsortieren, denn der Australdollar weist hier auch einen saisonal bullischen Bias auf, der allerdings, und das muss man sagen, ich zeige es Ihnen gerade, hier haben wir den Bias vom 22.02. Close, also heute Abend bis zum 2.03. Hier während der letzten 14 Jahre einen bullischen Bias, Trefferquote von 79%, sieht ganz gut aus. Trading Days in Anführungszeichen auch nur 7. Das einzigste Manko ist hier, dass der durchschnittliche Profit im Vergleich zum durchschnittlichen Profit, also der durchschnittliche Profit im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust, hier ganz klar schwach daherkommt. Und das ist etwas, was sozusagen hier das Pattern an sich ein bisschen abschwächt und auch nicht so favorisiert sich hier einstufen lässt. Aber wir sehen, die letzten Jahre waren sehr, sehr bullisch. Das Einzige ist eben hier, dass die Vorjahre, hier unten kann man es dann, denke ich, besser sehen, gehen wir dann direkt mal dahin, dass die Vorjahre hier eben sehr, sehr zermürbend waren. Jetzt hatten wir aber hier einige oder eine Masse an Gewinnjahren in Folge und die sprechen eben dafür, dass der Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar jetzt nicht bullisch, sondern bärisch ist während dieser Zeit. Die Frage ist eben, kommt es auch so? Denn wir haben charttechnisch hier den bullischen Bias gerade zu sehen und wenn es eben hier weiter nach oben geht, ja, dann spricht hier eigentlich mehr dafür, dass dieses statistisch bullische Pattern, und wir haben die letzten Jahre eben viele positive Verläufe gesehen, sich in dem Fall nicht erfüllen wird. Das Ratio, ich zeige es Ihnen hier auch nochmal, eh mit einem größeren Verlust, wenn er denn kommt, im Schnitt gesehen hier bis zum 9. Während 9 Kalendertage, 7 Kalendertage. Und das könnte hier durchaus eine Chance gen Süden initiieren. Wir haben ja auch jetzt hier seit 2010 praktisch nur Gewinnjahre erlebt. Ja, und vielleicht ist es an der Zeit, hier wieder ein Verlustjahr einzusträuben. Das wird allerdings charttechnisch, wie gesagt, derzeit jetzt nicht zwingend bestätigt. Denn wir haben hier den Ausbruch und somit müssen wir einfach mal die Situation dahingehend bewerten, dass wir, wenn das Währungspaar oberhalb von 1,065 verbleibt, davon ausgehen darf, dass es weitere Performance gibt. Gesetzt den Fall, es gibt heute nochmal leichte Rücksätze. Wir initiieren das mal hier mit so einem kleinen blauen Pfeil. Spricht viel dafür, dass wir eigentlich jetzt eine weitere Aufwertung sehen, die in den Bereich von 1,35 führen dürfte. Entgegen, wie gesagt, des Patterns. Also hier die Verlaufshoch vom Ende des letzten Jahres scheinen denkbar. Hingegen dürfte es, wenn wir eben saisonal doch abrutschen, insbesondere hier diesen Supportbereich, den jetzigen Supportbereich, früher Widerstandsbereich unter 1,065. Und dann kann man auch direkt die gestrige Kerze, beziehungsweise die Kerze vom
Montag nehmen, also zum Wochenauftakt. Ein neues Wochentief dürfte dann, und das wäre dann eben saisonal auch durchaus interessant, hier den Verfall auf der Südseite initiieren. Und insofern kann man das Währungspaar hier schön einfangen. Triggermarken sind bekannt. Wir haben eigentlich jetzt den bullischen Bias ausgekoren. Was hier auch interessant ist, wenn wir auf die letzten 17 Jahre schauen, sieht auch hier, entgegen des Patterns, welches hier analysiert wurde, der saisonale Rückenwind ganz gut aus bis Anfang März. Also es spricht eigentlich viel dafür, dass wir hier wirklich weiter aufdrehen können und eben hier die Hochs vom Ende des letzten Jahres anvisieren. Das wirkt wirklich ein Stück weit bullisch. Die Unterstützung machen wir jetzt auch grün, denn ein Widerstand war es mal. Und wenn wir hier oberhalb dieses Levels eben verbleiben, dann bieten sich hier interessante Möglichkeiten. Und ich mache das auch nochmal unter Chance-Risiko-Verhältnissen fix. Vom aktuellen Niveau, also heute der Close. Man muss mal abwarten, wie wir schließen. Vielleicht ein Stück tiefer. Wir gehen aber mal vom aktuellen Level aus und zeichnen das mal hier optisch sehr schön ein. Ja, Risiko, also hier knapp 106 Pips, roundabout 1%. Definieren wir hier als Risiko. Und auf der Oberseite initiieren wir hier die Chance bis zum Hoch im Bereich. Ja, das ist dann schon knapp 1,40, 1,39. Ja, ein Stück runter. Noch ein Dip runter, also so. Wir wollen ja keine Kalligrafie betreiben, aber es soll natürlich auch passen. Chance. Ja, und das sieht hier sehr, sehr gut aus. CHV von deutlich über 2. Das macht Sinn, das macht Spaß und sowas kann man durchaus traden. Also, wenn man auch davon ausgeht, dass der Australdollar weiteren Rückenwind erfährt. Das hier, wie gesagt, die Widerstandslinie, die es hier anzulaufen geht, können wir sogar dann ganz noch ein Stück weit hochziehen. Also, wenn es denn wirklich zu den Hochs vom November kommen sollte vor der Trump-Wahl, dann hätte man hier ein Verhältnis von Risiko knapp 1,05 zu einer Chance von knapp 2,6%. Und das ist wirklich herausragend. Also insofern das Währungspaar mal fix in den Fokus nehmen. Natürlich ganz klar, meine lieben Zuschauer, Sie wissen, dass wir hier gerade unter dem Gesichtspunkt dessen, dass wir mit dem JFD-Devisenradar hier auch keine konkreten Handelsempfehlungen geben, hier natürlich immer wieder auch darauf hinweisen, dass Sie selbst verantwortlich sind für das, was Sie tun, für das, was Sie handeln. Und deswegen auch hier nochmal kurz zum Abschluss in üblicher Art und Weise ein Risikohinweis bzw. Haftungsausschluss. Man nennt das auch ganz klassisch Disclaimer. Darauf gilt es zu achten, dass Sie natürlich hier eigenverantwortlich handeln müssen. Und da schließt sich auch immer ein Stück weit der Kreis, dass Sie mal schauen sollten, mit wem Sie handeln, meine lieben Zuschauer. Und hierbei eben auch immer darauf achten, dass Sie faire Ausführungen bekommen, dass Sie einen fairen Handelspartner haben, der sozusagen keine Spielchen betreibt. Und auch da will ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir hier mit der Post-Trade Transparenz sozusagen natürlich hier auch neue Maßstäbe in der Branche gesetzt haben. Ansonsten hier, wie gerade angekündigt, nochmal der Risikohinweis. Alles Marketinginformationen, geben Sie da Acht, dass Sie hier eigenverantwortlich natürlich handeln sollen, müssen und dies auch immer berücksichtigen. Ein Trade ohne Stopp ist definitiv ein hohes Risiko, aber das werden Sie sicherlich wissen. Also würde ich mich freuen, wenn wir uns heute Nachmittag nochmal wiederhören zum JFD-Devisenradar, 15 bis 16 Uhr. Ansonsten gewiss dann morgen um 9:30 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Ihr Chris Kämmerer und tschüss.